Servus, ich bin der Maximilian Merkenthaler, 24 Jahre alt. Habe seit 7 Jahren mit Boxen aufgehört, habe aber nie dafür das Interesse verloren. Gehe auch noch gerne ins Training, sparringshalber. So 2013 wurde ich fränkischer Meister, Vize-bayerischer Meister und wurde auch auf die deutsche Meisterschaft eingeladen. Die hat dann leider nicht mehr für mich stattgefunden, habe mein Gewicht nicht geschafft. Auf Bernacle-Fights bin ich durch Edmund gekommen bei Ringlife und als man Bewerbungen schreiben konnte, war ich gleich dabei. Servus, ich bin der Maximilian, bin aus München, 25 Jahre alt, Boxer, habe 8 Boxkämpfe, 7 davon gewonnen, 5 Kickboxkämpfe, alle 5 gewonnen. Ringlife habe ich schon länger auf YouTube geschaut, ich trainiere bei Stekros in München. Ja, ich freue mich auf einen guten Kampf, wieder den Hund rauslassen. Unser dritter Kampf wird eröffnet von Maximilian Merkenthaler. Er ist 1,78 Meter groß, 79,6 Kilogramm schwer, 24 Jahre alt und sein Kampfsporthintergrund ist das Boxen. Schwarze Ecke, Maximilian Merkenthaler. Sein Gegner in der roten Ecke, Maximilian Drummer. Er ist 1,86 Meter groß, 81,2 Kilogramm schwer, 25 Jahre alt und sein Kampfsporthintergrund ist das Boxen und das Kickboxen. In die rote Ecke. Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hardes Fighting, Leute. Wir haben es geschafft, wir haben Maximilian gegen Maximilian in den Ring geholt, Leute. Es wird ein saftiger Kampf, beide mit einem Stand-Up-Background. Maximilian Drummer immer noch als aktiver Kämpfer am Boxen und Kickboxen und Maximilian Merkenthaler mit einem Box-Background, aber lange nicht mehr aktiv gewesen, jedoch immer wieder mit Sparring, und hier geht es direkt stürmisch los. Muss ich gucken, wie ich hier beide nenne. Ich glaube dann Drummer gegen Merkenthaler. Aber beide suchen erstmal die Distanz, warten ab, und hier ein wilder Schwing auf und schöne linke Haken, direkt zwei getroffen. Sehr, sehr wilde Schlagabtäusche hier. Drummer wirkt sehr sicher. Schön untergetaucht. Aber hier schon, oh, fast die Overhand und auch zu Boden gerissen. Hier nochmal nachgeschlagen, muss er aufpassen. Aber die Power sieht bei Drummer auf jeden Fall sehr, sehr stark aus momentan. Drummer wirkt für mich hier so ein bisschen leichtfüßiger, muss ich sagen. Merkenthaler sucht hier den Eingang, aber wieder schön mit dem linken Haken zweimal geklippt. Und auch muss da aufpassen, dass er nicht von der rechten getroffen wird. Sehr, sehr stark bis jetzt. Stark angefangen. Auch ein sehr, sehr nicer Kampf. Schön mit dem Jab getroffen, lange Hand. Und da passiert gerade was. Was? Ja, da gab es irgendwie Unstimmigkeiten in der Hinsicht, dass er dann noch nachgeschlagen hat, wenn er am Clinch ist, Aber ja, muss er aufpassen, dass es nicht irgendwie zu illegalen Punktabzügen führt oder etwas in der Art. Jedoch muss man hier in der Hinsicht immer auf den Referee hören. Man darf nicht selber irgendwie versuchen, Kämpfe abzubrechen. Ist schon oft passiert im Profibereich, schön getroffen hier mit der linken, dass wenn man dann auf hier mit der rechten schön rüber. Muss aufpassen, dass er hier nicht wieder sich beschwert mitten im Schlagabtausch. Aber hier wird er immer wieder mit dem linken Haken geklippt. Und da sieht man auch schon, oh, beide haben sich hier auch getroffen und geklippt. Jetzt aber Drummer im, oh, links, rechts, alle treffen, Leute. Das ist so krass. Übertrieben. Die letzten 5 Sekunden. Sehr starke Runde von beiden. Aber ich hätte hier Drummer die erste Runde gegeben. Oh, auch nochmal getroffen. Brutaler Schlagabtausch.
Aber gucken wir uns mal gerne die Highlights an. Unglaublich gute Runde, die wir hier im dritten Kampf sehen. Maximilian Merkenthaler, Maximilian Drummer, ein Riesenapplaus an diese zwei Krieger. Wir haben es gerade hier in den Highlights nochmal gesehen, der hatte sich dort beschwert, weil er, als er auf dem Boden lag, auch noch Schläge bekommen hatte. Und das soll ja natürlich nicht so sein, hat man auf jeden Fall Verständnis für. Versuchen hier beide mit dem Jab zu arbeiten, die Distanz zu finden. Aber die Runde 1 war auf jeden Fall schon mal sehr krass. Max Merkenthaler hat auch schon eine dicke Schwellung auf der linken Seite, sieht man gerade nicht so gut. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wen ihr bis jetzt die erste Runde geben würdet. Und hier wird direkt die Rechte wieder getroffen von Max Drummer. Die Power ist auf jeden Fall auf seiner Seite, würde ich sagen, obwohl er in der ersten Runde am Ende auch fast angeklippt wurde. Und hier bringt er wieder die linke durch, ist am Wackeln. Nein, sah nur kurz so aus. Schöner langer Jab. Sehr schön. Richtig Action. Man sieht es hier, Max Drummer fühlt sich sicher, sucht hier den Knockout-Punch, aber er ist untergetaucht. Sieht hier auf jeden Fall bei beiden so aus, ob sie sich auf jeden Fall richtig hart ausnocken wollen. Die letzte Minute ist angebrochen in der zweiten Runde. Aber beide haben Kampfgeist, beide sind Krieger, hat Edmond auch gerade gesagt. Aber Katz wird gefeuert und hier muss er direkt aufpassen, wird gestellt, aber wollte hier direkt, uff, wäre diese Rechte durchgekommen. Schön abgetaucht. Max Merkenthaler atmet schon schwer aus dem Mund und die letzten 30 Sekunden und schön die linke hier getroffen. Uff, schöne 1-2 und der linke Haken hat auch gesessen. Doppelt, zweimal. Sehr stark. Drummer übernimmt hier auf jeden Fall, hat sehr harte Hände getroffen. Uppercut. Wird er angeklingelt hier. Hat auf jeden Fall saftige Schläge durchbekommen. Muss sich hier erholen, aber ich denke, er wird weitermachen. Es geht auch weiter. Letzten 10 Sekunden. Zweite Runde auf jeden Fall klar an Max Drummer. Das muss man hier auf jeden Fall so sagen. Aber beide am Kämpferherz und hier auch nochmal schöne Schläge gesessen. Sehr, sehr schön. Aber starke Runde von Max Drummer. Krieger Max Merkenthaler. Gucken wir uns die Highlights an. Sehr starke zweite Runde von Max Drummer. Natürlich auch Props an Max Merkenthaler für das Kämpferherz. Aber man sieht hier einfach auch, dass Drummer momentan... Boah, der Jab hat bei beiden richtig geklatscht. Sorry für die Unterbrechung, aber das war brutal, wie sich das angehört hat. 1,40 und schöne Rechte kamen dadurch. Max Drummer übernimmt. Das ist die Erfahrung dieses aktiven Kämpfers, die gerade einfach nochmal durchgeht. Man sieht hier die Sicherheit und die Hände treffen, Leute. Das ist wirklich brutal. Muss er hier aufpassen, dass er hier nicht zu einem leichten Ziel wird. Aber die Hände gehen immer wieder durch. Max Merkenthaler versucht hier nur mit Schwingern und Kopf runter zu antworten. Trifft die aber auch. Uff, schöne Rechte ran. Aber man sieht hier das Gesicht von Max Merkenthaler. Es sieht sehr, sehr angeschlagen aus. Max Drummer sieht fit aus, sieht fresh aus. Trifft auch immer wieder. Beide landen Uppercuts im Clinch. Letzte Minute ist angebrochen.
Schafft er es hier über die Runden? Oder wird Max Drummer ihn hier finishen? Natürlich Max Mercenthaler auch die Chance, ihn noch auszumachen. Er hat auch die Power, das sehen wir hier. Sehr, oh, auf die rechte Kamm richtig durchgebrettert, Leute. Wow. Schöner Jab. Und hier sucht Max Drummer auch den wilden Knockout-Punch. Was passiert hier in den letzten 30 Sekunden, die jetzt angebrochen sind? Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt ein richtiger Banger, schöner Jab ans Kinn. Und direkt gekontert von Max Drummer. Hier die rechte kam durch. Und direkt mit der linken ans Kinn. Hier kontert er mit 1, 2, 3 Schlägen. Keiner hat getroffen. Max Drummer hat hier den Kampf. Letzten 15 Sekunden. Letzten 12. Stellt ihn hier nochmal. Schafft er es. Schön gekontert. Letzten 5. Max Drummer ist sich hier sicher. Er nimmt das Ding nach Hause. Und hier wollte er nochmal den Schlag treffen. Sehr starker Kampf. Heftige Emotionen. Beides Krieger. Und gucken wir uns auch mal gerne die Highlights dieses geilen Kampfes an, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Nachdem die beiden ersten Kämpfe bereits eine sehr gute Performance hingelegt haben, muss ich sagen, dass der dritte Kampf auf jeden Fall ein Highlight war. Beide Krieger haben bewiesen, was für ein Herz in ihnen steckt. Nach einem erbitterten Kampf über die volle Distanz von 3 Runden hat sich ein Sieger ergeben. Der Sieg geht an die rote Ecke, Max Drummer. Max, ich rufe dich einmal zu mir. Unglaublich guten Kampf, den du gerade geliefert hast. Ein sehr, sehr starker Gegner, muss ich persönlich sagen. Trotzdem extrem gute Konter, die du da an den Tag gelegt hast. Hast dich nochmal durchgebissen, besonders zum Ende hin. Guter Kampf. Dankeschön. Danke. Sag du was dazu. Kampf, erste Runde, war relativ ausgeglichen. Er ist noch mehr gekommen in der zweiten und dritten. Habe ich nicht damit gerechnet. Reaktion war ein bisschen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich kann auf jeden Fall mit der Hobelung Haupt rausgehen. Da gebe ich dir absolut recht. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwie den Kopf gesenkt unten zu halten. Du hast einen extrem guten Kampf geliefert. Ich würde sagen, du bist jetzt definitiv das Highlight des Abends. Ein unglaublich guter Kampf. Ich bin extrem stolz auf die Leistung, die du gebracht hast. Ist das der letzte Kampf? Der erste hat mit Bernhard gefeiert. Oder würdest du sagen, dass dich jetzt die Sucht gepackt hat und du willst noch einen Kampf bringen? Erster Bernackel-Fight, ja. Ob noch ein zweites Mal. Ich bin Handwerker. Hände sind wichtig. Mal schauen. Also Spaß hat auf jeden Fall gemacht. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Wahrscheinlich, du bist ein absoluter Krieger. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Max Mercenthaler. Danke, Chef. So, jetzt habe ich den Sieger bei mir. Maximilian Drummer, du hast jetzt den Kampf gegen deinen Namensvetter gehabt. Das ist mein Name. Das ist mein Name. Jetzt ist es. Jetzt kann nur einen geben. Okay, es kann nur einen geben. Du hast dir den Sieg geholt. Der Start war recht ruhig. Du hast dich ruhig verhalten. Ein bisschen geschaut, wie deine Distanz ist. Hast ein bisschen das Gefühl gefunden und dann angekommen. Aber hey, ich will nicht erzählen. Das ist dein Moment. Sag was dazu. Also, großes Danke an meine Jungs, die heute mitgefahren sind. Vorbereitung. Kicho mir bei Sane. Mein Cousin Jonas. Schwester, Bruder, meine Parkstadt-Jungs. MAN Jungs, danke für euren Support. Ja, da kommt noch einiges. Und Edmond, danke dir. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für Maximilian, wir machen den Sieger in den Griff.